Nur so können wir Amiyoki schnappen. Das ist ziemlich schlau von dir, oder besser gesagt von dir. Ich installiere sie jetzt. So, Konberg. Gleich wirst du die Aussicht hier genießen. Oder besser gesagt, ihr Leute. Wir fliegen mal hoch und dann seht ihr, wie viele Züge überhaupt hier sind, ja? Komm, Game Master, lass hier weggehen. Folgt mir, Konberg. Folgt mir schnell. Beeil dich, Konberg. Leute, what's up everybody und herzlich willkommen zurück zu Comeback TV. Ich freue mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir überhaupt mit dem Video beginnen, will ich euch erstmal nochmal den Einblick zeigen vom letzten Video. Es war richtig, richtig heftig gewesen. Leute, schaut euch nochmal das Video an. Ich blende mal ganz kurz die Szene ein, wo wir mit der Drohne um den Game Master geflogen sind. Da habt ihr es gesehen, Leute, ja? Der Game Master und ich, einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund sogar, ja, der Gamey und ich, ich nenne ihn jetzt auch mal Gamey, weil wir sind jetzt mittlerweile Freunde, wir haben uns echt ins Herz geschlossen. Aber bevor wir jetzt mal loslegen, ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorgen um unseren Game Master. Ich habe ihn die ganze Zeit schon versucht anzurufen und er geht einfach nicht ans Telefon. Bevor ihr euch da irgendwelche Sorgen macht, rufe ich ihn erstmal an, ja. Ihr seht's, Leute, unser Gamey geht nicht ans Telefon. Das ist echt komisch, Leute. Und da habe ich mir gedacht, er treibt sich auch öfters bei mir in der Wohnung, also damals zumindest rum. Ich kenne ja seine Verstecke, ich schaue jetzt erstmal bei mir in der Wohnung, ob ich vielleicht da irgendwo finden kann, Leute. Genau hier waren wir gewesen und haben die Drohne geflogen. Auch weit und breit nicht vom Game Master, das kann doch nicht sein. Wie kann er noch um die Uhrzeit, dass er nicht mehr schläft? Das kann doch nicht sein, Leute. Um die Uhrzeit musst du doch wach sein einfach. Er ist mein bester Freund einfach geworden. Ich will mich einfach bei ihm melden. Ey, was ist los mit ihm? Das kann doch nicht sein, Leute. Keine Spur von ihm. Das kann doch nicht sein, Leute. Wo befindet sich unser Game hier? Vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht sollte ich nochmal im Keller nachschauen. Sonst fällt mir auch nichts ein. Keller oder Dachboden? Schauen wir mal ganz kurz im Keller. Vielleicht ist ja da unser Game hier. Game Master. Game Master? Komisch. Auch weit und breit kein Game Master hier. Ich würde mal sagen, Leute, ich gehe erstmal hoch und dann schauen wir weiter, wo er ist. Das ist echt komisch. Wo könnte er nur sein? Klingt das Telefon? Ja! Da klingt das Telefon, scheiße! Leute, der ruft einfach mal, was wir am Telefon haben! Nein! Da ruft dann was wir am Telefon an, Leute. Ich muss hingehen. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Hä? Jungs? Ey, komm, wer froh, dass du rangehst. Wir haben krasse Nachrichten für dich. Was wir am Apparillo. Boah, ich bin gerade voll überrascht, dass ihr einfach gerade mal bei mir anruft. Ey, was geht ab, Jungs? Was geht ab, Kontakt? Und zwar, wir haben gesehen, dass du auch von Ayuoki verfolgt bist mit deinem Gaming und alles. Und du wirst es uns nicht glauben. Ey, krass, gerade kam Ayuokis Vater, Oki, zu uns nach Hause und will jetzt Ayuoki mitnehmen. Das heißt, Es hat endlich ein Ende, oder was? Ich habe gesehen, dass dein Vater zu euch gekommen ist oder euch angerufen hat. Und ich finde einfach keine Lösung, ihn zu besiegen. Wir hoffen, dass es alles jetzt ein Ende hat. Es kann auch nur ein Fake sein. Es kann auch sein, dass dein Vater sich gegen uns verfügt. Aber das wäre echt das Beste. Das auch, das ist krass. Ey, das wäre echt das Beste, wenn es aufhören würde. Ihr würdet mir... Da müsste ich gleich mal meinen Game Master anrufen, meinen Game hier, und denen ist einfach mal diese Neuigkeiten mitteilen. Weil wenn das passieren würde, dass er mich nicht mehr nervt. Du musst es ihm sagen, weil ihr könnt dann wieder frei atmen, ihr könnt wieder leben, so wenn Ayuoki auf einmal aufhört. Ey, dann könnte ich endlich mal wieder in Ruhe in meinem Bett hier schlafen. Ich hätte keine schlaflosen Nächte mehr. Boah, das wäre echt heftig. Gott sei Dank bist du rangegangen, wir hatten schon Angst, dass du nicht rangehst. Sofort, bei so welchen News, da muss ich sofort hingehen. Ich habe gedacht, was, krass, Jungs, ihr ruft an und dann gleich hier Kamera angeschaltet. So der Erste, an dem wir gedacht haben, was du, Comeback, sowieso, Alter, brutal, Mann, auf jeden Fall. Finde ich heftig. Richtig krass, Mann, wir können es hoffentlich in Ruhe aufatmen. Ist eine absolute Ehre, Jungs, dass ihr erstmal mich gedacht habt, so auch an hier die Leute. Ich hoffe, man sieht es nochmal hier, die Jungs, echt eine heftige Sache halt. Falls ihr gerade hier zuschaut, lasst mal ein fettes Abo für Comeback da und drückt den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, was soll das, Freunde? Und ich glaube auch im Gegensatz, würde ich mal sagen hier,
Schaut auch mal gerne bei Was Wir vorbei oder bei Was Wir Fun. Der Kanal ist auch richtig, richtig heftig. Und dann sieht man auch nochmal gleich hier heftig einfach eure Merch halt. Den packe ich gleich mal hier in die Beschreibung mit rein. Da könnt ihr auch mal rausschauen. Ich habe ja keinen eigenen Merch, deswegen schaut bei den Jungs vorbei, ja? Auf jeden Fall, Kaprick. Man, wir wollten wir nur das wissen lassen. Wir müssen jetzt auch weiter. Wir müssen jetzt hier den Oki verabschieden. Ja, verabschiedet ihn. Sagt den Grüße. Und ich hoffe, dass er jetzt wirklich nicht zu mir kommt. Heftig, Jungs. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals, Jungs, für die Information. Mehr zu kann ich da nicht sagen. Ich packe euch nochmal hier mal kurz mit rein, dann sieht man es besser. Heftig einfach. Was wir sehen uns, Jungs. Die Sonne kommt raus und ich würde sagen, danke. Wir sehen uns hoffentlich demnächst. Danke für die News. Jungs, haut rein. Mach's gut, ciao. Leute, wie heftig ist das denn mal? Was wir hat einfach mal bei mir angerufen gerade. Das waren echt die echten Jungs von Was wir. Ich bin gerade sowas von geschockt. Heftig, wirklich. Danke nochmal, Cayman und Flexi von Was wir, dass sie einfach mal bei mir angerufen hat. Und ich würde sagen, mit dieser Information rufe ich erstmal unseren Game Master an oder ich lasse ihn erstmal vorbeikommen und sage ihm, dass Avioki uns nicht mehr nervt, Leute. So, Leute, unseren Game nicht gefunden. Das ist jetzt auch alles so viel. Ich bin vollkommen müde. Und ich würde sagen, ich fahre morgen früh mal zum Gaming und dann schaue ich, was ist. Und dann sage ich Ihnen die freudige Nachricht, Leute. Schlaf gut. Was machst du hier um die Uhrzeit? Ich wollte dir eine freudige Nachricht übergeben, Game Master. Du hast mich draußen angerufen, ich musste herkommen, Kamberg. Was ist los mit dir? Du hast mich angerufen, ich bin hergekommen. So was gelesen, Kamberg. Ayuwoki, geh zu seinem Vater, Game Master. Bitte? Das wollte ich dir nur sagen. Wir sind hier los, wir sind befreit. Nein. Wir haben keinen Stress mit ihm. Das ist die beste Nachricht vom ganzen Das wollte ich dir nur sagen, Kamberg. Game Master. Hast du nicht das Video von Was wir gesehen? Nein, Kamberg, ich war anderszeitig beschäftigt. Ich geb dir ganz kurz den Laptop, schau dir das Video von Was wir an. Okay, Kamberg, das muss ich machen. Danke dir wirklich, danke. Oh, das will ich mir gleich mal einziehen. Der Lothar Lieblingspolizei bei Spiel, dann habe ich der Süßigkeit des Treffnummer geschenkt, als deine Mutter noch bei uns war, um die Hast in jede Decke tragen. Oh, Kamberg, ja, ich kann es nicht glauben. Genau, ich kann es nicht glauben. Das bleibt gut und wie lautet Ihre Adresse? Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, Kamberg. Bis dann. Ja. Bis gleich. Tschüss. Kamberg, ich bin so glücklich. Ja, Kamberg. Game Master, du bist ja voll glücklich. Ja. Kamberg, ich muss los. Ich komme morgen zu dir. Ciao. Ciao, wir sehen uns. Boah, Leute, es ist mitten in der Nacht jetzt so und der Game Master war einfach hier und hat mich einfach aufgeweckt. Aber ich bin einfach überglücklich, ihnen die freudige Nachricht zu übergeben, dass es endlich vorbei ist mit Avioki. Leute, der Game Master war so glücklich und ist erstmal jetzt irgendeine Party schmeißen gegangen, ja? So muss es sein. Ich würde ihn aber die nächsten Tage trotzdem mal besuchen, wenn ich ein bisschen wacher bin, Leute. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück schlafen. Es war alles irgendwie ein bisschen zu vieles gerade. Was ich vergessen habe zu sagen natürlich, ja? Abonniert gerne mal den Kanal, aber das hat mein Freund schon hier was wir natürlich mitgeteilt. Danke nochmal an die Jungs. Wir grüßen natürlich bei diesem Video einen. Dein Kommentar wird jetzt hier eingeblendet. Tak, tak, tak. Du bist der Glückliche oder du bist der Glückliche. Für alle anderen, ihr wisst Bescheid. Hashtag tak, 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 Glocke aktiv. Hashtag ComebackTV. Ihr habt auch die Möglichkeit gegrüßt zu werden. Checkt mich mal gerne in Instagram ab. Alles Kampinski oder ComebackTV. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, Leute. Ich gehe jetzt pennen. Und ja. Dann schauen wir mal nochmal, was passiert. Aber ich hoffe, dass der Spuk endlich ein Ende hat, Leute. Ich bin draußen. Peace. Oh, das kann's doch nicht sein, ey. Wer klingelt denn da? Hallo? Es war für Ihre Tür gelegen. Schauen Sie mal. So geht es nicht. Räumen wir uns mal im Krug da auf. So ein Quatsch da. Bitte. Weg damit. So eine Unordnung hier. So, also denn. Leute. Das Zeug ist von Avioki.